Waffen. Heckenschützengewehr. Da vorne ist eine verschlossene Tür. Ja, da vorne ist eine verschlossene Tür, deswegen speichere ich jetzt mal. Naja, Spielstand. Sie zwar öffnen, aber das wird einige Zeit dauern. Ach ja. Ah, da. Also das macht wenigstens Schaden. Und zwar wie Sau, ey. Boah. Krank pervers. Nur ich sehe meine Energie nicht und das ist, glaube ich, gleich mein Verderben. Hilfe. Stimpak. Bams. Wir werden sie versuchen, alle in Ruhe auszuschalten, während die da ihren Kack machen. Der eine ist gleich tot. Ach, ich hab noch. Ich dachte, ich müsste nachladen. Oh, ist das ätzend. Das ist eigentlich nur sinnloses Ungeballer, so viel wie die aushalten. Tür offen? Geil. Okay, Infiltrierer. Mal versuchen zu speichern. Obwohl, nein, Infiltrierer nehmen wir gleich. Wir legen erstmal eine Mine. Für den Fall, dass es uns verfolgt. Denn die machen jede Menge Schaden. Okay, Gaussgewehr, Infiltrierer. Hallo, Ghoul. Selbst die halten jetzt massiv nicht aus. Was soll denn das? Ja, greif mich an. Ich halte wenigstens was aus. Ich weiß ja nicht, was die Wissenschaftler so aushalten. Okay. Das sieht wie ein Ghoul zu Hause aus. Wilder Ghoul, ja. Ja, lauf mir in die Feuerbahn. Ihr seid genial. Ja, toll. Ich kann Spielstand laden. Gaza ist jetzt unser Feind, weil er mir in die Feuerbahn gelaufen ist. Wunderbar alles. Ach, ist das herrlich. Wehe, du läufst mir in die Feuerbahn. Irgendeiner von euch Wissenschaftsfuzzis. Ja, fängt schon wieder gut an. Sie ist aber nicht getroffen worden. Perfekt. Das ist hoffnungslos. Schwander wilder Ghoul. Mach dir Schaden, stirb. Wo sind denn jetzt alle? Ich weiß nicht, wo die alle sind. Ich muss mal den VATS benutzen, sonst wird das hier nichts. Wilder Ghoul verkrüppelt. Oh, ist das ätzend. Das ist richtig scheiße. Hilfe! Und nochmal. Ich darf die Wissenschaftler nicht treffen. Das ist ziemlich scheiße bei so Nahkampf-Ghouls. Ich meine, Ghouls sind immer im Nahkampf. Gut, das war's dann wohl. Ihr lebt noch alle? Ich habe 4 in Erinnerung. Ja, da ist schon der nächste. Wir speichern nochmal, wir haben was geschafft. Das ist total nervig hier gerade. Oh Gott, was haben wir jetzt hier? Da wird irgendwas... Taff-Tunnel? Der Taff-Tunnel, jetzt mit extra viel Haargel. Ich habe schon wieder gesagt, ich kann es mir einfach nicht abgewöhnen. Total nervig. Hier ist wieder ein Tunnel. Ohne Ghoul? Glaube ich nicht. Wir können nicht weitergehen, wir müssen anhalten. Wieso sollten wir jetzt anhalten? Gaza hat einen Herzfehler. Er braucht Arznei, sonst schafft er es vielleicht nicht. Ich gehe erst weiter, wenn er die Arznei hat, die er braucht. Jetzt willst du mich ja verarschen. Wie kann ich helfen? Ich habe nicht genug medizinische Vorräte bei mir. Sonst wäre das alles kein Problem. Falls Sie Stimpaks dabei haben, dann geben Sie sie mir bitte. Ich brauche 100%. Vielleicht sollten wir ihn einfach zurücklassen. Er behindert uns. Hier ein paar Stimpaks. Die sollten ihn durchbringen. Ja, das sollte genügen. Er braucht trotzdem ärztliche Hilfe, wenn wir die Zitadelle erreicht haben. Aber er wird zumindest bis dorthin durchhalten. Danke. Lassen Sie mich kurz verschnaufen, dann können wir weiter. Oh, ich dachte schon, die hätte jetzt alle uns abgeknüpft. Gaza, hier. Damit werden Sie sich besser fühlen. Wenn wir einmal in der Zitadelle sind, wird alles wieder gut. Danke, Dr. Lee. Es geht mir schon besser. Gehen wir weiter und verlieren wir keine Zeit mehr hier. Gute Idee. Ich höre aber schon wieder so einen blöden Augenbot. Ich würde ihn am liebsten voll wegbämsen, aber ich glaube, der hält zu viel aus. Okay, öffnen. Das sieht nach Schlacht aus. Oder man sollte eher sagen, es sieht nach Schlachthaus aus. Oh ja. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ja, von hier treffe ich eigentlich perfekt. Das ist ja total nervig. Und ich bin schon wieder tot. Ja, genial.
Also auf sehr schwer hat das Spiel tatsächlich wieder einen Reiz, aber man kackt wirklich schnell ab. Ach ja, er hat einen Herzfehler, ich habe einen Spielfehler. Kann ich euch sagen, ihr sollt mal kurz anhalten? Warten Sie hier, ich schaue mich mal um. Sind Sie sicher? Ich will nicht zu lange am... Das ist perfekt. Wieso habe ich das nicht eher gewusst? So, jetzt kann ich wenigstens ohne Probleme vorrücken. Hilfe, Stimpak, Stimpak. Ich wollte gerade fragen, wo sind meine Stimpaks hin? Aber wir haben ja hier so einen verdammten Herzfehler-Typen. Nichts gegen Leute mit Herzfehler, aber er nervt gerade wirklich. Das ist... Bah. Ja, zwei Stück auf einmal. Verstecken. Ich treffe ihn nicht mehr. Oh. Kommt ihr? Verdammte KI, die geht in Deckung. Das kann ich nicht tolerieren. Stimpaks. Langsam wird's knapp. Heckenschützengewehr. Bams. Bams. Okay, der ist einen blutigen Tod zum Opfer gefallen. Der jetzt gleich auch, wenn er mal vorne stehen bleiben will. Ich krieg nicht mal seine Energiezeige ins Visier. Ich glaube, der hält einfach zu viel aus. Ah, jetzt sehe ich sie. Ja, er haut doch nicht immer ab. Ich tue dir doch nichts. Vielleicht den Arm treffen. Nachladen. Bla bla bla, ihr seid nervig. Gott, man trifft ihn so schlecht. Vielleicht sollte ich mal... Ich habe gedacht, ich lade nach. Von hier aus vielleicht. Ich habe immer diese dummen Gitter im Weg. Ja, hier nicht. Das ist perfekt. Ich benutze mal das Gauss-Gewehr. Da muss ich zwar pro Schuss nachladen, aber es macht mehr Schaden. Bams. Und es ist genau. Wenn man nicht wackelt wie Sau. Mal ducken. Die Wand getroffen. Ja, du triffst mich. Wunderbar. Aber ein Schuss macht gar nicht so viel Schaden von ihm bei mir. Und? Treffer. Kritischer Angriff. War trotzdem kein One-Hit. Ah, jetzt wackelt die Maus. Hau ab, du Staub. Jetzt. Komm her. Ah, total nervig. Die halten wirklich zu viel aus. Oh, der fällt sogar hin pro Schuss. Daneben. Ich glaube, er hat seine Waffe verloren. Jetzt hat er sie wieder. Verdammt. Ach, komm doch nur kurz nach vorne. Ja, das war klar. Den hältst du auch noch aus. Wir haben jetzt richtig viel Zeit nur mit Gegnern verfilmt. Ah, du. Hä? Hallo? Wo sind die? Nein, jetzt mal im Ernst. Wo sind die hin? Das gibt's doch nicht. Die können doch nicht abgehauen sein. Hallo? Hallo? TAF-Tunnels. Ich weiß nicht, wo die sind. Sind die vielleicht an mir vorbeigelaufen, hinter mir? Das wäre natürlich möglich, nur... Wo sind denn die? Nicht, das ist schon mal klar. Seien die wurden gulifiziert innerhalb von Sekunden. Hallo? Wo seid ihr? Wow. Check mich nicht. Ich gehe nochmal zurück. Das kann ja nicht sein, dass sie abgehauen sind. Ich weiß, ich werde verfolgt, aber das ist jetzt mein geringstes Problem. Ich kann ja nicht abgehauen sein. Das gibt's doch nicht. Und dann auch noch ohne mich. Ich hab denen gesagt, die sollen warten und die hauen einfach ab. Ich glaub's nicht. Wissenschaftsfrömmel, ey. Wo seid ihr? Hier. Schön. Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind, klar? Meiner Meinung nach haben Sie hier nichts zu... Halt die Klappe, ich muss los. Dr. Lee. Dr. Lee flieht, wovor? Oh, hier vor. Er ist uns gefolgt.
Oh, ich habe keine Munition mehr, das ist praktisch. Das ist hoffnungslos! Mir wurde gesagt, ich soll mal im Nahkampf eine Waffe benutzen. Ich nehme jetzt auch wieder den VATS, damit ich nicht wieder alles beschädige. Aktivieren. Sieht total stumpf aus. Zurück. Es ist niemand mehr hier. Ja, du brauchst nicht mehr fliehen. Was gibt's? Weiter geht's. Wir sind dicht hinter ihnen. Okay. Ja, hier an der Stelle muss ich Schluss machen. Die Aufnahmezeit ist voll. Ich sage bis zum nächsten Mal. Das war Fallout 3.